Moin. Zweiter Vlog. Ich fang einfach mal an. Das ist der erste Mini-Drop. Und da stand eigentlich noch ein zweiter. Den bauen wir jetzt wieder auf. Ich habe jetzt hier so ein bisschen ein paar Hölzer hingelegt. Ja, jetzt holt Niklas gerade den Spaten. Und dann haben wir ein bisschen Erde drauf, noch ein paar Hölzer. Das wird. Vielleicht von dem darüber abziehen. Dann eine geile Idee. Challenge-mäßig. Peace. Was soll ich jetzt sagen? Ja, hier sehen wir den wiedererrichteten Sprung. Eine Meisterleistung. Und ich habe gedacht, dass wir da noch einen hinbauen. Und da entstehen viele schöne Challenges. Zum Beispiel von dem ersten über den zweiten. Von dem zweiten über den dritten. Psych. Oder von dem dritten. In den Busch. In diese kleine Landung da. Das geht auch. Das geht. Das habe ich letztens. Als es noch stand. So, Niklas hat jetzt hier den Sprung nochmal neu gemacht. Das ist eine Grenze. Ha? Fahren. Wir sind eigentlich so gut wie fertig. Hier ist der erste Drop, der war schon immer da. Zweite. Und da, wo der Stuhl ist, ist der dritte. Zwei. Drei. So. Niklas macht jetzt eine Probefahrt. Eins, zwei, drei. Sind wir fertig. Ein bisschen Angst, weil der Abstand von dem ersten zum zweiten ist krank kurz, das ist vielleicht ein Meter. Und ein bisschen Angst, dass man da dann einfach rüber holpert. Dann mach die weg! Ja, da im Hintergrund hier ist Silvester, ne? Bella Bella. Schau euch diese geniale Schaufel an. Das sind einfach Fahrradrahmenteile, die ich hier edel aneinander gespeist habe mit dem Schaufelende. Hier für die Hände. Ankorken. Ankorken. Let's go! Wer ist da? Dude! Dann mach erstmal langsamer! Perspektive von hier. Ich bin ein bisschen höher. Jo. Junge. So. Ich bin dran. Jetzt die drei da, drei Drops. Ich glaube erstmal ein bisschen langsam, weil erstens, das ist meine erste Abfahrt heute. Zweitens, das ist gerade leicht gefährlich aus bei Niklas. Ist gut. Oh, meine Bremse ist so am Arsch. Es hat sich übelst langsam angefühlt. I don't know. Aber ich muss eigentlich dieses scheiß Rad verkaufen, damit ich wieder eine funktionierende Bremse habe. Ich hab die jetzt ja schon. Ja, Junge, ich hab die dreimal entlüftet und nach einem Tag ist sie wieder am Arsch. Da ist halt einfach irgendwas kaputt. Ja, das hatte ich schon. Und das ist sowieso relativ klein so. Okay, die Sprünge sind geil geworden, fertig, aber weil die Stadt einfach alles zerstört hat, machen wir jetzt mal doch die Kurve da und so. Was ist das?
Ja, muss fester schrauben. Oder bleib drin einfach. Also, so sieht die Kurve im Moment aus. So, zwischendurch. So sieht das schöne Resultat hier aus. Geht. So. Da ist jetzt die Kurve. Und dann geht es eigentlich hier auf den Sprung zu und dann da runter. Oder hier lang. Hier was aufgeschüttet. Und dann will ich hier so einen Drop machen, dass man dann da reinspringen kann. So, fahren wir einmal runter. Nach ganz unten. Okay. Diese Drecksbremse, Alter. Die hat jetzt schon wieder aufgegeben. Ich will schon wieder pumpen hier, ich krieg die Krise. Alter. Das war so ein Krass. Oh, geht? Oder? Junge, Junge, Junge. Anstrengend zu reden. Ja. Ist alles gut. Hei, hei, hei. Ja, ja, eben. Mit dem Kopf dann genau da drauf. Ich hab gefilmt. Ja. Boah. Alter, ich bin da oben weggerutscht und wollte nicht gegen den da ballern. Ich wollte nicht gegen den ersten fliegen. Und dann habe ich so, bin dann nochmal irgendwo weggerutscht und bin halt geht. Ja, halt so, um dann Glück zu kommen. Aber ich, ehrlich gesagt, in der Luft dachte ich so, ja, lande ich halt. Aber da, voll auf den Kopf geballert. Helm lebt, glaube ich, noch. Echt? Ja, kann auch sein, dass es einfach nur so Ding war. Und der war schon. Oh. Alter. Angucken? Auf jeden Fall. Ja, das wäre schon gerade. Gerade. Halt diese Kurve, das ist einfach nicht ja. Da. So, Leute. Das war's für heute. Guck mir das mal an. So, weiter geht's. Ein bisschen mein. Guck mal, da sieht man die echte Farbe. Ein bisschen gelber als jo. Das, was da ist. Aber am Rad ist tatsächlich, glaube ich, nichts kaputt. Nee, das ist ja auch nur echt. Das lag ja rum. Der ist ja einmal gegen den Baum geknallt danach. Also, gegen gerutscht. Ja, das war was. Das war ein kleiner Crash. Top 2. Eine Bremse. Das ist ein Scheißboden hier. Oh, ich kann aber verstehen, warum. Ich kann es verstehen. Man sieht schon so eine Spur. So, geht weiter. Ich fahr mal ein bisschen langsamer.
Digga, was war das denn? Was war denn da los? Ja? Alter, was war das? Alter, das war geil. Ich bin in die dritte Kurve ruhig geworden. Viel zu eng. Ich wäre eigentlich, glaube ich,